Also bei mir ist es halt so, ich habe durch die Kinder nicht die Zeit, alle E-Mails zu beantworten, mit allen Geschäftspartnern zu sprechen, Preise zu verhandeln und den Ablauf von einem Video oder von einer Story irgendwie auszutauschen. Guten Morgen. Ich versuche immer motiviert zu tun. Guten Morgen. Ich bin's nicht. Nein, ich bin's nicht. Ich bin seit um 5:30 wach. Ich gucke mich nicht so an. Es war wieder eine traumhafte Nacht mit der Vivi. Also meine Frisur sagt alles. So wie meine Frisur aussieht, fühle ich mich. Hallo, was ist? Ich versuche aufzuwachen und ich kann es einfach nicht. Ich bin einfach immer noch so müde. Ich möchte jetzt auch mit auf die Kamera, gell? Ja, auf jeden Fall war es wieder eine anstrengende Nacht. Mit meiner kleinen Prinzessin hier. Ja. Kannst du nicht so gut schlafen wie der Elias? Das wäre so schön. Der schläft so toll. Aber du isst gut. Das ist auch toll. Da freue ich mich auch. Hat sich Spaß? Schaut mal, ich hatte für den Milan diese überdimensional großen, wie nennt man das, Bälle bestellt. Die sind cool, weil die so hüpfen. Die bläst man mit Luft auf. Die sehen so aus eigentlich. So. Und dann kann man die mit Luft aufblasen. Ich habe jetzt so ein Dreier-Set hier bestellt. Er hat schon gesagt, Mama, Pink ist ja bei dir. Ja, finde ich ganz cool, kann man nämlich auch mit ins Wasser nehmen. Unter dem Wasser spielen mit. Ist ganz lustig. Hey, Bibi. Strand, blauer Himmel. Strandblauer Himmel, das heißt, heute wird gutes Wetter. Wir haben schon alles hier draußen. Oh Gott, ich muss mal aufräumen. Hier liegt mittlerweile alles rum. Und ja, ein Rasen-Update. Ihr seht, der Rasen ist wieder richtig schön geworden. Voll krass. Ich denke mal, am Wochenende muss der David den vielleicht auch mal mähen. Ich weiß es nicht. Und ja, ich habe jetzt... ich musste so ein Teil hier reinsetzen in den... Pool oder Planschbecken, besser gesagt, weil die Babys natürlich da auch mit rein möchten, wenn es so heiß ist. Gerade ist noch voll windig. Und ja, ich kann nicht beide auf den Schoß nehmen. Deswegen habe ich dieses Teil jetzt aus dem Keller gekramt, dass einer da drin sitzen kann und der andere auf meinem Schoß. Oh Mann, es ist echt nicht einfach. Die kriegen echt die Krise, wenn ich einen nehme und der andere nicht genommen wird. Ja, das ist echt schwierig. Ich kann nicht zwei auf einmal nehmen, das ist mir auch zu gefährlich. Also vor allem im Wasser. Den ihr Bällebad auch rausgestellt und diese Matten. Wir haben ja hier draußen den Outdoor-Teppich. Aber das Problem ist, wenn die zum Beispiel nur in Badehose sind oder auch nackig baden gehen, dann haben die voll den wunden Bauch bekommen davon, weil der ist halt schon so ein bisschen angeraut, jetzt nicht schlimm oder so, aber voll heftig. Also der Bauch ist total rot jetzt und ich habe voll schlechte Gewissen bekommen. Ich mache da jetzt extra so eine Salbe die ganze Zeit drauf und kann die halt nicht mehr auf diesem Teppich lassen. Das Problem ist, die bleiben ja auch nicht nur auf der Matte, wenn ich die jetzt hier auslege, sondern die krabbeln ja überall rum. Und ich kann den ja nicht im Pulli anziehen bei der Hitze. Also alles ein bisschen blöd. Ich ziehe jetzt halt meistens ein T-Shirt dann doch nochmal drüber, auch wenn es nass ist. Oder nass wird, wenn sie hier rumrobben. Ja, und hier drüben, da fragen ganz viele, nach diesem kleinen Mini-Pool. Gib doch mal Baby-Pool ein bei Amazon, da kommt sowas. Da gibt es ganz viele von. Ist ganz praktisch, ich mache den Kindern da immer so ein bisschen Wasser rein und dann planschen die da drin rum mit der Hand und so. Müsst ihr aber auch unbedingt dabei bleiben, nämlich Babys können sogar in so einer kleinen Pfütze ertrinken. Ja, die Wien ist da auch schon kopfüber reingesprungen, also das ist echt krass. Das haben wir jetzt auch neu hier, dieses Teil. Das ist eigentlich mit Füßen. Aber die Mäuse können noch nicht so gut alleine stehen. Die Wien hat zwar schon alleine gestanden, ne? Aber das müssen wir erst noch ein bisschen mehr üben. Und der Milan hatte sowas in der Art früher auch. Ich weiß gar nicht, wo das hingekommen ist. Und er hat das geliebt. Deswegen habe ich den das jetzt auch geholt. Das ist eigentlich ganz süß. Guck mal, wenn man hier so fährt, dann bewegt sich dieses Bärchen hier. Ja, finden sie ganz spannend. Yeah.
Kumpani, hey, hey, oh, Captain Jack. Schatz, gehst du mit Flipflops ins Büro? Ich darf. Gehst du so ins Büro? Echt jetzt? Ja. Und was machst du heute noch? Kannst du mal erzählen? Was hast du heute geplant? Ja, nee, was hast Kennt du heute? Kennst du das Video? Ja. Was hast du heute geplant? Erzähl mal. Das darf ich nicht sagen. Er macht einen Männerausflug, deswegen hat er seine Tasche gepackt. Ich gehe und geht Boot fahren. Auf dem Gummiboot. Ein Schlauchboot. Ja, hör mal, wenn es Spaß macht. Ja, vielleicht. Macht Spaß. Nimm die Kinder mit, dann habe ich auch Spaß. Und darf man nicht mit Flipflops in den Büro, oder wie sagt man das? Ja? Ja. Aber mit solchen? Das ist auch Sandalen an, wenn das Büro ist. Ja, aber das sieht ja wenn ein bisschen anders. Wenn du mal im Büro warst, Solche, was hat das? Nein, das sind ja so welche, die man am Strand trägt und nicht draußen. Oder Birkenstock. Birkenstock ist dann auch. Nee, nicht, ist auch nicht so. Ja, es gibt doch nur solche. Oder? Und wir brauchen unbedingt eine neue Laptop-Tasche, Schatz. Die ist erst schlimm. Auf der Laptop, dann kommt die Tasche. Ganz schlimm. Das ist furchtbar. Sag mal lieber deinen Aufkleber auf dem Laptop geklebt hast. Was für Aufkleber? Der Laptop, so. Den du schon beklebt hast. Ja, den habe ich richtig schön beklebt, Leute. Ich habe auch noch ein Apple-Ding genommen, da habe ich gar kein Apple. Ja. Dann noch die falsche Maße. Oh, ich kann nicht mehr. Ja, mein trauriges Frühstück ganz alleine, weil alle schon gefrühstückt haben, außer ich. Ja, naja. Guckt euch die mal an, die sind verrückt. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? Wir haben uns mal kurz nach draußen verzogen. Guck mal, wie hier alles aussieht. Oh Gott. Ich bin gerade dabei, die Palme ein bisschen, die faulen Blätter abzuschneiden. Elias sitzt im Bällebad. Ja, die ist im Bällebad. Und die Vivian? Nein. Kratz. Guck mal. Guck mal, das ist für dich, mein Schatz. Das ist für dich. Und dann mache ich die Terrasse mal ein bisschen ordentlich. Und für heute Mittag ready, weil ich Besuch bekomme. Den Pool mache ich auch mal ein bisschen sauber. Dann muss ich jetzt erstmal noch aufheizen bis heute Mittag. Und die Bälle liegen überall. Ernsthaft. So, Milan hat sich alleine angezogen. Das heißt, er darf ein Smiley aufhängen. Moment, ich zeig dir. Schatzi, wir sind bei Freitag. Essen hast du. Moment, wo ist es selber umziehen? Gibt's nicht. Hast du was ausgetauscht gehabt? Ich hatte eigentlich drauf gemacht, anziehen. Ja. Hast du es ausgetauscht? Mhm. Warum? Moment, ich hole das runter. Wir haben nämlich jetzt neuerdings eine Belohnungstafel, hatte ich euch auch mal bei Instagram verlinkt. Guck mal, und hier fehlen auch Smileys, Milan. Du bist ja lustig, du hast aber nur die grünen gelassen. Es gibt nämlich noch rote und noch gelbe Smileys. Habe ich verkauft. Die hast du verkauft, du lässt dir nur die grünen, ne? Du bist clever. Und ihr könnt euch hier die Tafel nämlich zusammenstellen, auf eure Kinder abgestimmt. Ach, und mein Zimmer aufräumen hat er auch einfach weggemacht. Das hatte ich nämlich auch hier drauf. Mile, was tauscht du aus? Spielsachen wegräumen. Nee. Spielsachen wegräumen. Ich glaube, die Mama muss die mal neu ordnen. So, alle Kinder sind jetzt zum Mittagsschlaf ins Bett gebracht. Vivian schläft seit einer Stunde. Oh, jetzt höre ich der Elias. Es ist noch laut. Nicht, dass die jetzt wieder aufwacht. Das ist nämlich auch so eine blöde Situation, dadurch, dass nicht beide ein Zimmer haben und ich die in getrennte Zimmer hinlegen kann. Ich hatte auch immer die Vorstellung, dass Zwillinge in einem Zimmer und in einem Bett schlafen müssen. Aber ganz ehrlich, es funktioniert überhaupt nicht. Also in einem Bett schon mal gar nicht. Die treten sich die ganze Zeit nur. Und selbst in einem Zimmer ist schon schwierig, weil die nicht immer einen Rhythmus haben beim Schlafen und sich dann gegenseitig wach machen. Der eine fängt an zu schreien, der andere wird aber eigentlich gerne noch weiter schlafen. Nicht so geil. Elias hatte ich jetzt gerade gefüttert. Der hat jetzt aber auch nicht ganz aufgegessen, weil er so müde war. Deswegen habe ich ihn jetzt hingelegt. Ich hoffe, der schläft jetzt ein. Ich muss jetzt an den Computer Rechnung schreiben und meine E-Mails bearbeiten. Und ich dachte mir, es haben ja sowieso so viele gefragt, wie ist so überhaupt
ein Leben eines Influencers und wollten da so ein bisschen mehr Einblick in meinen Alltag. Ich kann euch einfach mal zeigen, wie das normalerweise bei mir läuft. Also Kinder stehen bei mir immer an allererster Stelle. Wenn ich morgens aufwache, dann gucke ich zwar trotzdem kurz in meine E-Mails oder in meine WhatsApp-Gruppe. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit meiner Agentur und meinem Management. Und da tauschen wir uns natürlich aus, was gibt's Neues und bliblablub. Und meistens telefonieren wir auch mindestens einmal am Tag. Deswegen habt ihr vorhin auch gesehen, dass ich mit meinen AirPods telefoniert habe. Das Gute ist durch diese AirPod-Dinger, dass ich dabei auch meinen Haushalt machen kann und die Kinder auf den Arm nehmen kann, wenn was ist, aber trotzdem telefonieren kann. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, oh Gott, warum braucht die Alte jetzt ein Management? Was macht so ein Management? Ich kann euch ja ein bisschen was heute einfach mal zu dem Thema auch erzählen. Kurz auf die Couch und kann euch ein bisschen was über das Thema erzählen, weil ich gemerkt habe, es interessiert doch einige. Und viele haben gefragt, wie das überhaupt alles so abläuft. Es kommt wieder gerade ein Flugzeug, es ist unglaublich. Es wird Zeit, dass wir umziehen. Ihr seht, Zeit ist bei mir kostbar. Ich bin auch immer noch nicht fertig gemacht. Es ist jetzt Mittag, ich habe immerhin geschafft, mal zu duschen und mich umzuziehen. Und normalerweise renne ich jetzt hier rum und räume auf, aber heute war Gott sei Dank auch meine Putzfeder, die sauber gemacht hat. Die kommt bei mir zweimal die Woche und nimmt mir wirklich sehr viel ab. Die nimmt mir das ganze Grobe erstmal immer ab und trotzdem bin ich den ganzen Tag gefühlt am Aufräumen oder am Saubermachen, weil es halt ständig irgendwie schmutzig ist. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass ich seit 8 Jahren YouTube und Instagram mache und anfangs das natürlich total alleine gemacht habe. Damals war ja auch noch gar nicht so dieser Gedanke, damit mal Geld zu verdienen da. Das ist ja erst irgendwann entstanden. Das Wort Influencer gab es ja überhaupt nicht und ich mag dieses Wort auch eigentlich nicht. Aber ich sage es jetzt einfach mal damit. Ja, oder Video-Creator, wie auch immer, Blogger, was weiß ich, wie man es nennt, ist ja dann später erst entstanden. Und früher habe ich meine ganzen E-Mails selber beantwortet. Ich hatte schon mittlerweile viele Agenturen, was heißt viele? Ich war ziemlich zu Beginn meiner YouTube-Zeit in einer sehr, sehr großen Agentur, wo ich sehr unzufrieden war. Ehrlich gesagt haben die gar nichts für mich gemacht. Die haben nur Einnahmen von mir eigentlich kassiert. Die haben nämlich auch YouTube-Klick-Einnahmen von mir immer mitverdient. Das war natürlich damals nicht viel. Ich hatte nicht viele Aufrufe, aber die haben mir jetzt nie irgendwie einen Auftrag besorgt oder so. Deswegen bin ich dann noch nach 2 Jahren oder so da auch raus. Dann habe ich es eine Zeit lang alleine gemacht. Dann habe ich durch Hatice ein neues Management gefunden gehabt, wo ich die Personen, die das geleitet haben, auch schon kannte. Und da war ich dann ziemlich lange. Ich glaube 3 Jahre, 4 Jahre, irgendwie sowas. War eigentlich auch immer relativ zufrieden dort, aber irgendwann leider auch nicht mehr so. Und ich bin halt so ein Typ, ich bin so ein Gewohnheitsmensch. Ne? Wenn ich mich wohlfühle und so, dann bleibe ich da irgendwie gefühlt für immer. Aber es war dann halt leider irgendwann auch nicht mehr so, dass halt Sachen nicht mehr so gemacht wurden, wie ich es gerne gehabt hätte. Und ja, viele E-Mails einfach nicht mehr beantwortet wurden. Also die Aufgabe von dem Management, jetzt mal ganz kurz, um das zu erklären, ist den E-Mail-Verkehr zu regeln. Also jeder bestimmt natürlich selber, was er zu machen hat. Also bei mir ist es halt so, ich habe durch die Kinder nicht die Zeit, alle E-Mails zu beantworten, mit allen Geschäftspartnern zu sprechen, Preise zu verhandeln und den Ablauf von einem Video oder von einer Story irgendwie auszutauschen. Deswegen übernimmt das mein Manager. Aber ich stehe natürlich immer mit Rücksprache mit ihm. Also er sagt dann zum Beispiel, ach, hättest du Lust, dieses Produkt mal zu testen? Ist es was, was dich interessiert? Dann sage ich, sehr oft nein, sehr oft bei mir, dass ich sage, nee, das Produkt, das interessiert mich überhaupt nicht, das passt auch überhaupt nicht zu mir. Wenn mich ein Produkt zum Beispiel dann interessiert und ich sage, ach, das ist cool, ja, interessiert mich, schick doch mal rüber, dann probiere ich das aus. Dann teste ich die Sachen für gewöhnlich 1, 2, 3, 4 Wochen, keine Ahnung, und gebe dann ein Feedback und sage, okay, das war cool, das können wir machen, das können wir gerne bewerben oder auch, nee, war nicht so geil, lassen wir lieber sein. Und dann ist es so, dass er dann mit den Firmen verhandelt, was die zahlen für eine Story und wie die sich eine Story vorstellen. Moment, jetzt klingelt der Milan. Okay, Milan geht zusammen Freund spielen. Ach, also, viele fragen nämlich immer, ja, wie ist denn sowas, wie läuft sowas überhaupt ab? Kriegt man da genau vorgeschrieben, was man zu sagen hat für eine Kooperation oder wie ist das? Also, ja, natürlich wollen Firmen gerne, dass man genau das sagt, was sie einem vorschreiben, in Anführungszeichen. Die machen dann Briefing fertig und bei mir ist es zum Beispiel so, ich
möchte das Produkt so präsentieren, wie es mir passt. Was ich am Produkt gut finde, werde ich erwähnen und nicht, was mir eine Firma irgendwie vorgibt, weil viele Firmen verstehen auch nicht, dass Instagram oder Insta-Story keine Werbeplatzierung ist wie im Fernsehen. Ja? Und das haben viele Firmen noch nicht verstanden und wollen dann ein reinstes Werbevideo haben. Sowas würde ich zum Beispiel niemals machen. Ich mache das immer in meinen eigenen Worten. Natürlich gibt es ein paar Vorgaben, an die ich mich halte, was die Inhaltsstoffe betrifft oder an die Wirksamkeit von einem Produkt oder was auch immer. Da halte ich mich natürlich schon an die Vorgaben und ans Briefing, aber sonst versuche ich immer oder erzähle ich immer alles in meinen eigenen Worten. Und da ich mit vielen Firmen jetzt schon wirklich lange zusammenarbeite und die auch meine ehrliche Meinung da schätzen, funktioniert das auch ganz gut und die vertrauen mir da auch. Ich habe auch Firmen, wo ich überhaupt gar kein Briefing bekomme, wo ich wirklich alles komplett frei mache, wie zum Beispiel bei Asam Beauty oder so. Mit Magic finde ich, was ich so sehr liebe, was ich übrigens auch benutzen muss, weil, ey, guckt euch mal bitte, wie meine Haut aussieht. Ich habe letztens an mir rumgedrückt und es ist dabei rausgekommen. Und das ist mir immer das Allerliebste, wenn eine Firma sagt, mach einfach mal. Mach einfach mal, wie du denkst, wann du Lust hast. Ich habe da auch überhaupt keinen Zeitplan bei Asam Beauty beispielsweise. Wenn ich Lust habe, diese Marke zu bewerben und das Produkt benutze, was ich ja sowieso jeden Tag mache, dann zeige ich das halt mal in der Story. Aber normalerweise ist es so, ich zeige euch das mal, weil man natürlich auch so eine gewisse Organisation da braucht, habe ich einen Plan. Ich zeige euch jetzt einfach mal alles, warum nicht. Wir haben ja keine Geheimnisse voreinander, ne? Wo ist es denn? Also so sieht zum Beispiel jetzt ein Monatsplan bei mir aus. Das ist jetzt nur mein reiner Arbeitsplan, in Anführungszeichen. Und ja, alles was grün ist, ist eine Story. Da seht ihr auch für welchen Kunden zum Beispiel. Und es gibt noch andere Farben. Rot ist YouTube. Gut, da sind jetzt Feiertage auch noch mit dabei. Und blau ist zum Beispiel ein Insta-Posting, also ein Foto. Da habe ich aber auch nicht so viele, weil ich das auch nicht so gerne mache. Ich möchte nicht so viele Werbefotos irgendwie auf meinem Kanal haben. Und ja, hier kann man gucken, es ist eigentlich, ja, Juli ist auch schon komplett voll. Und August habe ich jetzt hier geblockt wegen Urlaub. Genau. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich nicht mehr die 3 Postings die Woche mache. Das macht natürlich jeder komplett anders. Ja, jeder hat da eigene Vorstellungen von, wie er das gerne umsetzt. Mir ist es nur einfach zu viel Werbung. Und ich weiß, dass ihr auch manchmal sagt, oh, es ist so viel Werbung. Und natürlich ist es viel mehr Werbung, als ich früher zum Beispiel gemacht habe. Da war ich sehr, also noch viel strenger. Da habe ich vielleicht einmal die Woche was gemacht. Aber man darf nicht vergessen, das ist ja auch meine Arbeit. Und ohne Werbung verdiene ich logischerweise auch überhaupt gar kein Geld. Und deswegen habe ich mir so als Summe gesetzt, 3 Werbepostings in der Woche zu machen. Das ist angenehm für mich. Da kann ich trotzdem noch genug für meine Kinder immer da sein und machen und muss nicht als am Handy hängen. Und ich habe hier auch Hilfe. Meine Mama kommt ja und meine Schwiegermama kommen, die mir dann helfen mit dem Babysitten, dass ich das dann in Ruhe machen kann. Und ja, so ist eigentlich der ganz normale Ablaufplan. Und das Einzige, ja, und wie gesagt, mein Management regelt alles. Die fahren die Preise mit den Kunden, die telefonieren da 10-mal am Tag, keine Ahnung, und ich bin da schön fein raus. Ich hoffe so sehr, dass ich euch bald auch mal ein Haus-Update geben kann. Oh, es ist aktuell einfach nicht viel passiert. Ich bin echt ein bisschen frustriert, was dieses ganze Hausthema angeht, weil ich natürlich jemand bin, der sowieso ungeduldig ist und der eigentlich lieber heute wie morgen einziehen würde. Aber manche Dinge haben jetzt wirklich sehr lange gedauert. Zum Beispiel auch das Ganze mit der Heizung. Wir haben jetzt die Klimaanlage verbauen lassen, die ist jetzt drin. Und die Gauben werden jetzt gerade verputzt und gestrichen. Wir gucken jetzt nach der richtigen Farbe. Da haben wir neulich geguckt auf Instagram, was für Fassadenfarben wir nehmen. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da habe ich das in den Highlights immer abgespeichert. Und ja, dann kann es nämlich endlich an den Innenausbau gehen. Da freue ich mich schon so sehr drauf. Und ich habe sogar schon alle Möbel fast ausgesucht. Ich habe da so eine richtige Präsentation mit ganzen Fotos und so, damit ich sehe, was zusammenpasst. Ich bin ja da sehr eigen. Und ja, ich freue mich einfach nur, wenn es endlich losgeht. Ich bin ready. Ich bin einfach nur ready, Leute. Oh Mist, nein, ich habe vergessen. Ich kann keine Pause machen. Ich muss noch was erledigen. Ich habe eine Verlosung gemacht. Und da werde ich jetzt den Gewinner aussuchen, genau. Und es haben einfach bei dieser Verlosung auf Insta-Story über 80.000 Leute mitgemacht. Wie krass ist das denn? Und es ist voll heftig, weil mir natürlich dann immer viele privat schreiben, oh, ich würde so gern gewinnen und wollen mich da irgendwie so ein bisschen beeinflussen. Aber ich mache das immer per Zufall. Also ich bevorzuge da niemanden oder so. Und es gibt halt viele Leute, die dann echt immer voll abgefuckt sind, wenn sie nicht gewinnen.
Man muss sich aber mal vorstellen, es sind einfach 80.000 Leute. Natürlich kann nicht jeder gewinnen. Und ich versuche halt immer auch regelmäßig mal ein Gewinnspiel zu machen. Jetzt nicht wie manche jeden Tag, weil das finde ich ehrlich gesagt auch nervig. Das ist für mich modernes Follower kaufen, ehrlich gesagt. Weil es da eigentlich nur um Reichweite geht. Aber ab und zu kann man natürlich mal ein Gewinnspiel machen. Man will ja auch was zurückgeben an die Community. Aber dieses jeden Tag Gewinnspiel machen, da bin ich persönlich ja gar kein Fan von. Aber ja, ich gucke jetzt. Ich hatte mir nämlich schon welche rausgesucht. Und da gucke ich jetzt mal, wer gewonnen hat. Schaut mal, wer hier wach geworden ist. Vivi. Ja, ist Vivi wach? Ja. Ich habe die wichtigsten Sachen jetzt erledigt. Ich konnte immerhin... Oh Gott, wie dick sehe ich gerade mit dieser Hose aus. Oh mein Gott. Ja, ne? Ich konnte wenigstens auch noch was essen, habe meine Rechnung geschrieben, habe was am Computer gemacht und ja, ist die Vivi wach. Jetzt kriegt die Vivi ihr Mittagessen, ne? Wir warten noch ein bisschen, dass du Hunger kriegst und dann... Der ist bestimmt auch gleich schon wieder auf. Und dann geht die Mama sich mal schminken. Der Milan spielt gerade bei einem Freund drüben, beim Nachbarn von uns. Und ja, dann hatte ich mal eine Stunde oder so Ruhe. Oh, das war so angenehm. Und nachher kriegen wir noch Besuch. Milans Patenkind. Mein Patenkind kommt nachher vorbei, also sein bester Freund. Und meine beste Freundin. Und werden mit den Kindern dann auf der Terrasse sitzen und ins Wasser gehen. Ne? Und ihr auch, es ist warm. Mir nachher ein bisschen ins Wasser. Shit, ich glaube, das war's mit meinen Rosen. Guck mal, wie die jetzt schon aussehen. Oh Mann, hier knallt nämlich morgens so dermaßen die Sonne. Vielleicht war das einfach zu viel Sonne für die. Naja. Ach, diese süßen Babysachen. Ich liebe es einfach, Babysachen einzukaufen. Das ist einfach das Beste. Aber hier ist auch schon wieder übelste Chaos. Hallo? Sie möchte halt einfach komplett reinspringen. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe nämlich so süße neue Shorts für dich. Welche wir anziehen. Schaut mal, wie niedlich diese Hosen sind. Ich habe einmal diese. Wifi. Gut. Und wo ist die andere jetzt hin? Diese kleine Jeans-Shorts. Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Das ist beides so niedlich. Elias, dein Outfit habe ich jetzt auch schon mal rausgelegt. Oh, ich liebe so schöne, bunte Farben irgendwie im Sommer. Finde ich voll süß. Das ist übrigens auch richtig alt schon. Das war von Mila nämlich. Von Zara. Und die Hose ist, glaube ich, auch von Zara. Das ist auch so eine kleine Größe, 68. Aber ich finde, so kurze Hosen rutschen oft. Obwohl die jetzt echt sehr mini ist. Ich weiß gar nicht, ob er da noch reinpasst. Hat er noch nie angehabt, habe ich voll vergessen. Im Keller hatte ich die nämlich nur. Ach, ich habe mir übrigens auch so Pastellnägel gemacht jetzt. Finde ich voll schön irgendwie für den Sommer. Mir war irgendwie so noch was bisschen farbigem. Nicht so wie geplant. Es wurde gerade ein bisschen gespuckt und jetzt... ist alles wieder schmutzig. Das heißt, wieder umziehen. Die Hose geht noch, aber das Oberteil geht gar nicht. So, beide Babymäuse sind wach. Ich fütter gerade dem Elias den Rest. Ich habe jetzt hier mich auf die Schnelle mit ernsthaft nur zwei Produkten geschminkt. Ich habe meinen Augenbrauenstift noch oben. Den brauche ich auf jeden Fall. Also das Einzige, was ich wirklich immer brauche, ist Wimperntusche und Foundation. Ja, ich fütter dich gleich weiter. Und die Vivi, die isst hier eine Wassermelone. Oh mein Gott, frag dich, wie es aussieht. Das ist einfach alles... voll mit Wassermelone, aber sie hat es einfach komplett aufgegessen. Okay, ich habe mich nochmal umgezogen in was ganz Luftiges. Wenn die Tür auf ist, ey, gehen die sofort zur Tür, die sind so verrückt. Oh Mann, der musste echt den ganzen Tag nur für die Kinder hier beobachten. Wieder ins Haus nachgeguckt, ob sein Freund schon da ist. Eben war hier auch wieder so Land unter. Die Kinder haben Wassermelone gegessen und es war einfach alles voll mit Wassermelone. Was ja nicht schlimm ist, aber ich habe sie dann jetzt eben beide noch schnell abgewaschen, weil das klebt ja auch wie verrückt. Komischerweise bekomme ich das vom Sitz überhaupt nicht mehr runter. Schaut euch das mal an. Das ist immer noch hier alles drauf. Ich kriege das gar nicht richtig ab. Als wäre das in den Stoff eingebrannt, ey, obwohl es eine Wassermelone ist. Hey, wir können jetzt Diego eine Einladung jetzt machen. Oh, stimmt. Wir können noch eine Einladung fertig machen von deinem Geburtstag von Diego. Mila hat nämlich hier seine Turtle-Party-Einladung. Mila hat hier eine Turtle-Party ganz bald. Und deswegen können wir ihm noch eine Einladung schreiben, okay? Gleich, 5 Minuten. Okay, mein Mann kam gerade vorbei und hat mir Farbe gebracht. Sorry für den Lärm, hier ist auch jemand gerade am Handwerken draußen. Für die Fassade. Und ich male jetzt alle drei Nummern von den Farben auf und streiche und gucke, was am besten sich als Fassadenfarbe eignet. Das ist hier so Rehgips oder irgendwas, keine Ahnung. Und dann bin ich mal gespannt. Die sind alle super ähnlich vom Farbton, aber ich wollte diesmal nichts dem Zufall überlassen, weil wir haben ja aktuell diese Farbe und ich bin nicht so 100% zufrieden mit der.
will aber trotzdem wieder in so eine ähnliche Richtung gehen. Also mal gucken. Okay, ich bin gerade nicht sicher, was ich am besten finde. Ich finde die alle irgendwie nicht so geil. Scheiße. Die sind hier alle ein bisschen zu peachig. Ich dachte, da ist das wahrscheinlich noch das Beste, aber das ist sehr hell. Sehr, sehr hell. Ich wollte es eigentlich nicht so hell haben. Oh, ich bin so unsicher. Kacke. Bis mein Mann zu Hause ist, spiele ich mit dem Milan noch eine Runde. Und zwar ist das Kniffel für Kinder. Hat er gerade geschenkt bekommen. Ist voll süß. Ich liebe Kniffel, normales Kniffel. Spiele ich voll gerne. Ja, mir ist gerade nur der Würfel runtergefallen und der Milan holt ihn gerade aus dem Keller. Ich wollte mich nur noch kurz aus diesem Video verabschieden und danke euch fürs Zusehen. Oh Gott, ich sehe heute echt so, ich bin echt ein bisschen durch. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen was aufräumen, aber eigentlich bin ich schon fertig und dann ins Bett gehen. Und das Schöne ist, morgen kann ich auch schlafen. Also passt auf euch auf und bis bald.